Sebastian Payer, die Hallensaison lässt du aus, der Sommer ruft schon. Wie geht's dir denn im Moment? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Bin voll im Training, habe jetzt mal 2 Tage Pause, deswegen bin ich auch in Leipzig jetzt. Und nee, mir geht's sehr, sehr gut. Im Sommer ruft unter anderem die Team-EM in Braunschweig, was für dich als Hamburger ja quasi ein bisschen ein Heimspiel ist. Hat das einen besonderen Reiz? Ja, auf jeden Fall. Also alle Meisterschaften im eigenen Land sind natürlich immer extrem prickelnd. Ich war jetzt auch noch nie dabei bei einer Team-EM, deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, da zu starten. Noch nie dabei bei der Team-EM? Könnte man natürlich fragen, woran lag es bisher? Ja gut, das kann man auch ganz einfach beantworten. Ich bin immer ein paar Zentimeter zu wenig gesprungen zu dem Zeitpunkt, aber dieses Jahr mache ich das dann anders und springe dann schon im Vorfeld ein bisschen weiter. Das ist eine gute Vorgabe. Trotzdem denke ich, wird es nicht so ganz einfach bei der deutschen Konkurrenz. Wie schätzt du die Ausgangsposition ein? Ja gut, jede Saison fängt quasi bei Null an und wir müssen jetzt erstmal alle die Vorbereitung gesund und fit schaffen, was ich mir wünsche. Und dann haben wir natürlich mit auf jeden Fall 4 Springern plus einer, der vielleicht immer noch hochkommt, die halt sehr, 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 sehr weit springen können, über 8 Meter. Und dann wird es schon spannend. Also ist jetzt nicht mehr so, dass es nur noch ein Zweikampf ist, wie es mal jetzt die letzten Jahre war. Es ist auf jeden Fall mindestens 3, eigentlich ein 4-Kampf. Jetzt, wenn es nicht ausgeht für die Team-EM, dass du dabei bist, dann geht es auch um Punkte für die Mannschaft. Muss man dann nochmal ein bisschen anders rangehen, gerade im Weitsprung? Ja gut, das Punktesystem kenne ich ja jetzt so nicht, aber ich weiß, wie es ist, für Deutschland Punkte zu erspringen, weil Berlin fliegt und so. Und ich denke schon, also da geht man halt nicht auf absolute hundertprozentiges Risiko, zumindest im ersten Versuch nicht. Und guckt halt zuerst mal, dass man eine vernünftige Weite hat, um dann halt hinten raus gegebenenfalls halt alle Punkte zu holen. Blick noch ein bisschen weitergerichtet, nach Braunschweig kommt auch die Europameisterschaft in Zürich. Da bist du Titelverteidiger. Was sind deine Ziele? Ja gut. Im Idealfall Titel verteidigen und das ist halt auch, also jetzt, wir haben halt die Heim-Team-EM und dann eben deutschsprachig in Zürich die EM. Das sind, denke ich mal, 2 absolute Highlights und freue ich mich halt auch schon seit jetzt auf jeden Fall längerer Zeit schon drauf und das Ziel ist eigentlich schon, im Idealfall den Titel zu verteidigen. Ja. Hast du auch eine bestimmte Weite im Kopf? Nö, das ist mir egal. Also das ist halt natürlich... Irgendwie liebäugelt man immer noch mit dem deutschen Rekord und, aber ich habe auch schon immer gesagt, wenn ich mit 8 Metern eine Medaille hole irgendwo, ist mir das total egal. Und klar, es ist immer besser, wenn man mit einer sehr, sehr hohen Weite, Weitenweite eine Medaille macht, aber im Endeffekt zählt bei einer Meisterschaft nur die Medaille und nicht die Weite. Genau, das lassen wir so stehen, drücken wir die Daumen für den Sommer, Braunschweig und Zürich rufen.